Was haben eigentlich die ÖVP-Prominenz und die Klebechaoten gemeinsam? Beide haben eine Vorliebe für gesetzwidrige Handlungen. Beide blockieren sie gerne. Und wenn man sie darauf anspricht, dann schauen beide blöd in die Luft. Und beide kleben sich auch gern fest. Die eine auf den Straßen und an Kunstwerken und die anderen an der Macht. Fakt ist, beide gehören abgestellt. Und vielleicht treffen sie sich ja dann im Gefängnis.